Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Außerdem bin ich zweifache Mama und aus dieser Kombination von diesen beiden Aspekten ist ein sehr, sehr großes Herzensthema entstanden, nämlich Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien und ihren Mitgliedern zu bringen. Und so ist auch dieser Podcast entstanden. Ich habe tatsächlich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet. Ich habe ihn gestartet, weil ich ganz, ganz viel zu sagen hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in meinem Umfeld immer und immer und immer wieder über die gleichen Themen gesprochen habe und dachte, eigentlich müsste ich das mal aufnehmen. Eigentlich müsste ich das einfach mal für die Nachwelt festhalten, für die Menschen, die tatsächlich diese Themen bewegt und ja, dass ich noch mehr Menschen einfach etwas inspirieren kann. Und aus dieser ersten Idee, aus diesem Impuls ist mittlerweile echt eine tolle Community geworden. Und ich möchte mich an dieser Stelle von Herzen bedanken für dich, dafür, dass du diesen Podcast hörst, dass du ja dich mit mir austauscht. Denn nur so macht es auch einfach so viel Spaß. Nur so komme ich einfach auch weiter mit meinen Herzensthemen und kann noch mehr Menschen erreichen. Von Herzen danke für dich, von Herzen danke für jedes Feedback, für jeden liebevollen Kommentar, für jedes Like, für jedes Teilen, für alles. Danke für dich. Und nun möchte ich in ein Thema starten, was mich persönlich sehr, sehr, sehr bewegt und was täglich einen Anteil meines Alltags darstellt. Ich möchte ganz kurz vorab sagen, falls ich dich hier trigger, falls ich dich vielleicht dazu bringe, dass du dich angegriffen fühlst, lade ich dich ein, dass du trotzdem dranbleibst und vielleicht einfach mal in dich hineinspürst, warum das so ist. Denn ich möchte natürlich nicht, dass du dich schlecht fühlst. Ich möchte natürlich nicht, dass du irgendwie denkst, dass ich irgendwie schlecht von dir denke. Das mache ich nicht. Sondern ich möchte, dass du vielleicht so ein bisschen dein Bewusstsein dafür öffnest, dass wir alle gleich funktionieren. Dass wir alle dieselben Systeme in unserer Psyche und unserem Körper haben und dass das alles einen Grund hat. Die Natur hat uns auf einer gewissen Art und Weise zusammengesetzt. Sie hat gewisse Mechanismen eingebaut und ja, wir dürfen einfach anerkennen, wer wir sind und wie wir sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. In meinem Leben gab es ganz, ganz, ganz lange einen ganz, ganz wichtigen Satz. Nämlich der Satz, oh Marie, du hast aber gut abgenommen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich war süchtig nach diesem Satz. Ich war so süchtig nach diesem Satz, nach dieser Anerkennung hinter diesem Satz, nach dieser erfundenen Liebe hinter diesem Satz. Weil ich habe tatsächlich diese zwei Aspekte in mir gespürt. Mein ganzes System war darauf programmiert, dass ich, wenn ich abnehme und jemand das mitbekommt, dass ich geliebt werde, dass ich anerkannt werde und dass ich dazugehöre. Letztendlich habe ich für diese Anerkennung, für diese Liebe alles getan. Ich habe meinen Körper dafür sehr, sehr lange Zeit wirklich bestraft. Ich habe immer wieder Gewicht zugenommen, um wieder abzunehmen, habe viele Dinge kompensiert, Emotionen über das Essen, über ganz, ganz, ganz viele Dinge, die einfach meinem Körper nicht gut getan haben. Und ich möchte heute genau darüber sprechen, über die eigene Körperwahrnehmung, denn eins habe ich nie zu keiner Zeit gehabt, eine gesunde Körperwahrnehmung. Ich habe nie wahrgenommen, wie mein Körper tatsächlich ist, sondern immer nur so, wie ich mich gefühlt habe. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz natürlicher Prozess. Das geht uns allen so. Wir nehmen uns nie so wahr, wie wir sind, sondern immer nur so, wie wir uns fühlen. Jedoch können wir eins erlangen. Wir können uns reflektieren und wir können unseren Körper so ansehen, dass er ja ein wichtiger Anteil von uns ist und nicht ein Gegner. Denn ich habe diesen Kampf gegen meinen eigenen Körper sehr, sehr, sehr lange Zeit geführt und habe letztendlich so oft verloren.
Um da nochmal einen Schritt vorauszugehen, ist es vielleicht auch wichtig für uns alle anzuerkennen, wie denn diese Wahrnehmung, diese verschobenen Wahrnehmungen auch teilweise entstehen, nämlich durch unsere eigenen Erfahrungen, durch unsere Prägungen, durch unser Umfeld. Und um da noch ein bisschen konkreter reinzugehen, habe ich in meiner Arbeit immer wieder Menschen, die zu mir kommen und sagen: So, Marie, ich will jetzt hier abnehmen, mindestens so und so viel Kilo, ich will das, ich will das, ich will das. Und die erste Frage, die ich mitstelle, ist ganz einfach: Warum? Was ist es, warum dahinter? Warum wollen Menschen abnehmen? Und die Wahrheit ist, dass es selten, wirklich selten, ein gesundheitlicher Aspekt ist. Dass es selten irgendwie etwas damit zu tun hat, dass die Gelenke unter Übergewicht einfach leiden, dass das ganze System einfach darunter leidet, dass wir Suchtaspekte wie Zucker und Co. in uns hineinführen, dass wir eventuell insgesamt einfach ein komplett überstresstes und kollabierendes System mit uns herumtragen, weil einfach unser Alltag so sich darstellt. Meistens ist es so, wenn ich dann ein bisschen tiefer hineinhake und immer mehr Fragen stelle, dass dann herauskommt, dass es um Anerkennung geht, dass es um Liebe geht, dass es selten darum geht, dass man selbst einfach noch ganz, ganz, ganz lange aktiv sein möchte, dass man sich besser bewegen möchte, dass man besser schlafen möchte, sich besser fühlen möchte, weniger Stress mit in den Alltag herumträgt und so weiter und so fort. Es geht bei vielen um Anerkennung, um Abgrenzung, um etwas Besonderes zu sein, um in die Hose hineinzupassen, um eventuell im Bikini gut auszusehen, um vielleicht einem anderen Menschen zu gefallen und so weiter und so fort. Und dieser Aspekt ist ein ganz natürlicher Aspekt. Also das ruht in uns allen und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es ist ganz einfach so, dass wir danach süchtig sind. Wir kriegen es schon als Säugling beigebracht, dass wenn wir auf eine gewisse Art und Weise reagieren, dass unsere Eltern uns dann besonders gerne haben. Das fängt schon an, wenn dann zum Beispiel wir quengeln und wir dann gesagt bekommen, hier, nimm die Schokolade und setz dich hin vor dem Fernsehen und guck eine Folge. Ich weiß nicht, wer dieses System jetzt erkennt, muss bei dir nicht sein. Es könnte auch sein, dass es ganz einfach ist, dass wenn du als Kind angefangen hast zu quengeln, dass du einen Keks bekommen hast. Es könnte sein, dass dir gesagt wurde, sei still und hol dir einen Joghurt oder was auch immer. Letztendlich ist es so, dass es sehr häufig so ist. Es muss nicht bei dir eins zu eins so sein, aber es ist sehr häufig so, dass gewisse Verhaltensweisen mit gewissen Nahrungsmitteln, mit gewissen Automatismen verbunden werden. Und das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, weil wir Menschen bekommen es ja schon mit der Muttermilch quasi eingeflößt. Als Säugling beginnen wir uns zu äußern über das Schreien. Und wenn wir es nicht bekommen, schreien wir lauter und lauter und lauter. Und irgendwann kriegen wir dann wahrscheinlich die Flasche oder die Brust der Mutter. Und wir haben über Kommunikation, über eine gewisse Art der Kommunikation, dann das bekommen, was wir wollten. Deswegen, ich möchte das nicht verurteilen. Wichtig ist nur ganz einfach, dass wir da vielleicht einfach mal hinsehen. Denn aus meiner Sicht fängt da einfach alles an. Es fängt dabei an, wie wir gestillt wurden, was wir tun mussten, um einen Joghurt, einen Schokoladenriegel oder was auch immer zu bekommen. Wie haben wir uns verhalten, um Anerkennung zu bekommen, um das gute Kind zu sein? Und es könnte auch sein, dass zum Beispiel unsere Eltern sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten haben und sie sich dann nicht gestritten haben, sie dann liebevoll miteinander waren. Wir lernen all das, all diese Wahrnehmungssachen, wie ein Mensch zu sein hat in unserer Welt, wie ein Mensch auszusehen hat, wie er sich zu geben hat, in unserer Kindheit, über unsere Erfahrungen, über unsere Prägungen, über unsere direkten Bezugspersonen. Und das müssen nicht auch immer die Eltern sein, das können auch Nachbarn, Onkel, Tante, Freunde, Lehrer, Erzieher und so weiter und so fort sein. Das ist aus meiner Sicht schlecht steuerbar und da sollten wir auch ganz einfach nur und da auch keine Panik bekommen bei unseren eigenen Kindern, sondern einfach diesen Blick offen halten, wer wir denn selbst sind. Denn ein weiterer Aspekt, den ich bei mir selbst lange, lange Zeit beobachtet habe und wo ich täglich dran arbeite, den ich aber auch bei so vielen anderen Menschen sehe, ist,
dass wir sehr, sehr, sehr viel und gut andere Menschen einschätzen können. Wir können sehr einfach mit dem Finger auf jemanden zeigen. Wir können ganz einfach sagen, ja, der hat ja zugenommen, der sieht ja schrecklich aus in der Hose, oh, was erlaubt die sich ein Kleid anzuziehen, wie behandelt der sein Kind, wie geht denn der so um, was hat denn der gemacht, was hat er denn hier gemacht. Es fällt uns sehr, 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 sehr leicht, andere Menschen zu beurteilen, ob wir es laut tun oder ob wir es in unserem Kopf tun. Was wir aber nicht oder nur eingeschränkt oft tun, ist uns selbst anzusehen. Und da meine ich nicht das Kritische, sondern ich meine es einfach mal ganz neutral gesehen. Wir stellen fest, wenn jemand anderes eine neue Jeans anhat, wenn der andere abgenommen hat, um zu meinem Beispiel zurückzukommen. Aber wir sehen es bei uns selbst nicht. Wir sehen nicht, dass unser Körper genauso ist, wie er ist für uns. Dass es einen gewissen, ja, Hintergrund hat, warum unser Körper so ist, wie er ist. Und was ich zum Beispiel mache, ich übe täglich das positive Reflektieren von mir selbst, indem ich ja einen Journal schreibe und indem ich auch einfach, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich mal wieder im Spiegel mich einmal mustere, dass ich das positiv tue, dass ich mich selbst anerkenne. Denn das Verhalten, was ich dir gerade schon dargestellt habe, dieses mit dem Finger auf jemand anders zeigen, wenden wir natürlich auch umgedreht an, dass wir halt auch denken, wenn wir selbst jemanden anderen schnell verurteilen, schnell bewerten, dass wir davon ausgehen, dass es andere auch tun. Das ist aber aus meiner Sicht mit das Gefährlichste. Denn hieraus ist ja letztendlich auch meine eigene Sucht entstanden. Und eine Sucht ist aus meiner Wahrnehmung immer eine Suche. Bei mir war die Sucht, wie gesagt, nach dieser Anerkennung über mein Gewicht. Aus meiner Wahrnehmung war Liebe und Anerkennung und dieses Dazugehörigkeitsgefühl an ein gewisses Gewicht gebunden. Und ohne dass ich das genauso wahrgenommen habe, habe ich das auch so umgesetzt. Das heißt, ein gewisses Gewicht musste ich in meiner Innenwelt, in meiner Psyche erhalten, um liebenswert zu sein, um dazuzugehören. Ganz egal, wo das jetzt herkommt, aber genau so war es. Und ich habe mich da wirklich kaputt gemacht damit. Ich habe mich kaputt gemacht, indem ich immer wieder neue Techniken für mich selbst herausgefunden habe, wie ich denn abnehmen kann. Und wo ich ganz klar sagen muss, die Gesellschaft hat es mir einfach gemacht. Ich brauchte nur irgendeine Zeitung mir aufschlagen und schon habe ich gesehen, trinke viel, dann nimmst du ab. FDH, dann nimmst du ab. Esse so und so viel weniger, rechne deine Kalorien aus. Und so weiter und so fort. Was ich auf einen Blick alles gesehen habe, was mir dabei hilft, meinem Körper weniger zu machen, um ihn das Ideal, was in mir drinne sitzt, zu bestätigen oder heranzukommen, war sehr einfach. Die Information, die ich dabei nicht gelesen habe, die ich auch nie, auch jetzt selten, auf einen Blick bekomme, ist, dass mein Körper beispielsweise einen gewissen Grundumsatz benötigt, dass er Kalorien braucht, um am Leben erhalten zu bleiben. Weil das sind alles Informationen, die einfach die breite Masse nicht interessiert. Die breite Masse interessiert nämlich eins in unserer Gesellschaft. Und das ist tatsächlich ein Kollektivding. Die wollen wissen, wie sie ganz schnell, ohne Probleme, am besten ohne etwas zu tun, also mit wenig Aufwand, abnehmen können. Wie sie in den perfekten Bikini reinpassen, am besten in Size Zero und Co. Und machen wir uns mal nichts vor. Die meisten erfolgreichen Menschen in Film, Fernsehen, in den Medien sind unwahrscheinlich schlank, entsprechen oftmals einem bestimmten Ideal, haben bestimmte Schönheits- in Anführungsstrichen Aspekte. Und das geht mir genauso. Ich ertappe mich immer wieder, obwohl ich so wenig Medien konsumiere, dass ich einen Menschen sehe bei Instagram oder ähnliches und ich dann tatsächlich bewerte, der ist schön oder der ist nicht schön. Und wenn ich dann so
in mir merke, okay, der ist nicht schön, warum ist der eigentlich nicht schön? Und dieser Punkt, der fällt einfach meistens einfach weg. Und gerade in der Jugend ist es einfach total irrelevant. Dabei finde ich das so wichtig, dass wir einfach uns selbst von Anfang an so ein bisschen dahingehend aufklären, wie denn unsere menschliche Psyche funktioniert. Warum es denn tatsächlich ein Schönheitsideal gibt, auch wenn wir alles dagegen tun, um zu sagen, nein, ich habe da überhaupt keine Verurteilungen, kein Schönheitsideal, nicht Schlankheitswahn. Aber ich muss ganz ehrlich darstellen für mich, dass es tatsächlich so war. Mein Schönheitsideal ist tatsächlich flache Brüste, noch flacherer Bauch, ganz flacher Po, aber natürlich straff und gehoben, die Brüste auch straff und gehoben, schmale Oberschenkel und so weiter und so fort. Und wenn ich mich dann selbst im Spiegel ansehe, sehe ich genau das Gegenteil. Aber was sich geändert hat zu damals, damals war das für mich ein Grund, meinem Körper kein Essen zuzuführen. Damals war es ein Grund, mich abzukapseln, mich von Menschen abzukapseln, in der Angst, dass sie mich genauso bewerten, wie ich es selbst tue, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht zu diesem Schönheitsideal dazugehöre. Und dass ich dann erstmal meinen Körper gegeißelt habe, mit Erbrechen, mit Hungern, um ein bisschen näher ranzukommen. Und wenn dann irgendwann jemand gesagt hat zu mir, oh, du hast aber abgenommen, habe ich nur gehört, dass es eine Bewunderung ist. Was aber einfach auch ausfällt von außen, da wird nicht hinterfragt, warum. Ich wurde niemals in meinem Leben gefragt, warum hast du jetzt eigentlich abgenommen? Was ich öfter gefragt wurde, wie hast du denn das gemacht? Und das Schlimme daran ist, was ich heute einfach sehe, wenn ich dann gesagt habe, na, ich habe einfach mal 3 Wochen nichts gegessen, dass ich bewundert wurde dafür. Oh, das kannst du? Das ist ja krass, das kann ich nicht. Und ich habe das ganz ehrlich in meinem Umfeld ganz oft beobachtet. Es gab in meinem Umfeld mehrere Mädels, die ganz einfach gehungert haben, die ganz offen gehungert haben und dass die darüber auch ganz offen gesprochen haben. Und auch ich habe ja, wenn ich dann abgenommen habe und ich wurde gefragt, habe ich auch ganz klar gesagt, na, ich habe halt nichts gegessen. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass ich halt ab und zu mich erbrochen habe, wenn ich dann doch was gegessen habe. Aber das war kein Einzelfall. Es gab ganz viele Mädels, die auf einmal 10 Kilo und mehr abgenommen haben und die ganz offen gesagt haben, na, ich habe gehungert. Und wo keiner das irgendwie hinterfragt hat. Im Gegenteil. Also ich, aus heutiger Sicht habe ich das tatsächlich so wahrgenommen, dass es was Positives ist. Es ist was Positives, weil es von Willensstärke zeugt. Es zeugt von einem positiven Aspekt der menschlichen Psyche. Und ich finde dieses Bild sehr, sehr, sehr fragwürdig, weil, wie gesagt, ich habe es ja nicht nur bei mir beobachtet, sondern bei anderen Personen und ich beobachte es noch heute. Es geht sehr, sehr wenig darum, wie der Körper funktioniert, was der Körper braucht, dass der Körper Bewegung braucht, sondern es geht nur darum, wie nehme ich schnell ab. Ich habe beispielsweise vor 2 Wochen habe ich einen Podcast rausgebracht zum Hulern. Und ich habe das Hulern eine ganze Zeit lang auch so ein bisschen in eine Ecke geschoben, weil nämlich ganz, ganz viele Frauen mit dem Hulern nur deswegen anfangen, um abzunehmen. Und es ist letztendlich wie mit allem. Es gibt nicht die Wunderpille. Wenn du langfristig, nachhaltig und gesund ein Gewicht erreichen möchtest, womit einfach dein Körper arbeiten kann, wo er ganz einfach davon profitiert, hat es nichts mit einem Hula-Hoop-Reifen zu tun. Dann hat es nichts damit zu tun, zu laufen, sondern es hat was mit deiner eigenen Wahrnehmung von dir selbst zu tun. Und bei mir war es dann tatsächlich dann auch so, was ich bei anderen immer wieder sehe, dass es ja in verschiedene Richtungen gibt. Und es ist kein Geheimnis, es gibt so viele Menschen, die eine Essstörung haben, auch wenn wir nicht darüber reden. Und ich weiß, dass dieses Thema immer wieder so tabuisiert wird. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen betrifft. Dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ihren Körper einfach geißeln, um einem gewissen Gewicht zu entsprechen. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach, dass der Körper gewisse Dinge braucht. Und ja, ich sehe außerdem, dass der Körper in unserer Gesellschaft oftmals zu viel Essen bekommt. Also ich spreche jetzt nicht davon, ein
gesundes Maß an Ernährung runterzuschrauben, sondern ich spreche tatsächlich von diesen Verhaltensweisen, wo wirklich bewusst gehungert wird, um abzunehmen. Wo bewusst das Essen weggelassen wird, um den Körper in ein enormes Defizit zu bringen. Und da, wo oftmals nicht davon gesprochen wird, was denn der Körper braucht. Deswegen sehe ich zum Beispiel auch das Fasten oder das Intervallfasten als gefährlich an. Nicht das Fasten an sich, sondern die Informationsweitergabe. Ich habe so viele Artikel über das Fasten gelesen. Ich habe so viele Apps mir angeguckt. Ich habe mich da wirklich oft damit beschäftigt, weil mich das auch interessiert hat, gerade im Hinblick auf die Entschlackung des eigenen Körpers. Was ich jedoch in den seltensten Fällen gelesen habe, ist tatsächlich, was denn der Körper braucht. Was denn im Körper passiert, was wir denn den Körper tatsächlich zuführen dürfen, wie wir uns denn selbst verhalten dürfen. In diesen Apps von Intervallfasten und Co. kann man sich sicherlich ein bisschen näher dazu informieren, aber letztendlich die Hauptseiten, die man anklickt, da geht es nicht darum. Es geht darum, du kannst davon abnehmen. Du kannst mit Intervallfasten abnehmen. Ja, kannst du. Das stimmt, weil du in ein Kaloriendefizit gerätst und du natürlich da abnehmen kannst. Die Frage ist tatsächlich, langfristig und nachhaltig gesehen, ist es gesund für dich? Ist es tatsächlich auf die Art und Weise, wie man es dann durchführt, tatsächlich auch relevant für die Zukunft? Und welchem Bild entsprichst du? Warum tust du das? Die wenigsten Menschen, die ich beobachte, die das Intervallfasten ausprobieren, wollen ihrem Körper tatsächlich in dem Sinne was Gutes tun, um ihn zu entschlacken, um vielleicht das System zu neutralisieren, um zu Beginn tatsächlich wirklich intuitiv zu essen, um zu spüren, was dann im Körper abläuft, sondern sie wollen Gewicht reduzieren. Sie wollen abnehmen. Und ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die das Intervallfasten durchgeführt haben. Und ich muss sagen, die meisten wissen noch nicht mal, wie viel sie abnehmen wollen. Sie wollen einfach nur gut im Bikini aussehen. Aber was ist das für eine Aussage? Wir haben also in uns drinne, und ich glaube ganz fest, dass wir das alle haben, dieses Bild. Wir haben in uns drinne so eine Projektion, die wir manchmal mehr, manchmal weniger wahrnehmen können und auch beschreiben können. Wir wissen nur, wann dieser Punkt erreicht ist, wenn ein Körper in unserer Wahrnehmung schön aussieht. Und wir können sagen, wann in unserer Wahrnehmung ein Körper nicht schön ist. Letztendlich sind wir alle gleich. Wir haben so ziemlich alle die gleichen Zusammensetzungen unseres Körpers. Und die Frage ist immer, warum und weshalb und wie lang unser Körper schon gewissen Dingen ausgesetzt ist und er darauf reagiert. Weil Übergewicht, massives Übergewicht, hat nichts damit zu tun, dass wir uns mal für eine kurze Zeit schlecht ernähren. Das kann viele, viele Ursachen haben, auch natürlich auch Krankheitsursachen. Jedoch in den meisten Fällen ist es ganz einfach ein unausgeglichener Lebensstil, der nicht nur einzig und allein was mit der Ernährung zu tun hat, sondern in erster Linie was mit der Bewegung. Wie bewege ich mich im Tagesverlauf? Wie umfangreich bewege ich mich? Wie intensiv bewege ich mich? Oder bewege ich mich eigentlich gar nicht und versuche die wenige Bewegung und den Kalorienüberfluss, den ich zusätzlich meinem Körper zufüge, mit massivem Sport zu kompensieren? Versuche ich auf eine Art und Weise, mich zu neutralisieren, die einfach meinem Körper nicht gut tut? Und hier kommen auch wieder ganz, ganz viele Stressfaktoren zum Einsatz. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen in den psychischen Aspekt. Was ich an mir immer ganz oft beobachtet habe, ist, dass ich immer von mir auf andere schließe. Dass ich, wenn ich meinen eigenen Körper nicht gut genug fand, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich nicht dazugehöre. Und wie sich das bei mir gezeigt hat, war echt vielfältig. Das hat schon damit angefangen, dass ich zum Beispiel bei meinen Partnern, beziehungsweise auch jetzt bei meinem Mann, also jetzt nicht mehr, aber damals, immer wieder gedacht habe, ah nee, so kann ich mich dem nicht zeigen. Ich kann den nicht in meinen Bauch anfassen lassen. Ich schäme mich. Und diese Scham,
diese Scham vor mir selbst war so unendlich groß. Und für mich war es okay, meinen Körper auszuhungern, meinen Körper zu bestrafen, meinen Körper zu geißeln, mit mir selbst auf eine ganz, ganz unglaublich schlechte Art und Weise zu reden. Also ich habe mich in meinen Kopf so oft selbst beschimpft. Aber das war alles okay, weil ich habe mich so sehr geschämt. Ich habe mich so sehr geschämt, dass ich nicht dazugehöre, dass ich mich nicht liebenswert gefühlt habe, dass ich immer wieder gedacht habe, mich kann so keiner lieben, wenn jemand anders meinen Bauch anfasst und der fasst sich nicht so an, wie es meinem Ideal entspricht, nicht dem Ideal der anderen Person, sondern meinem Ideal, dann kann ich nicht geliebt werden. Ich habe das so, so oft gedacht und was da einfach reinspielt, sind ganz, ganz, ganz tiefe, tiefe psychologische Aspekte. Und ich glaube, dass dies auch vielen so geht. Dass viele lieber das Licht ausmachen, um mit ihrem Partner intim zu werden. Dass viele lieber ein T-Shirt anlassen. Oder was auch immer. Nur um diese Scham so ein bisschen kleiner werden zu lassen. Diese Peinlichkeit, dass der Körper nicht so ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dass man sich erlaubt, dem anderen gegenüber, also den Menschen im Umfeld, dem Partner, diese Entscheidung vorwegzunehmen. Dass man sagt, nee, der findet es total eklig, mich anzufassen, ohne überhaupt mal darüber gesprochen zu haben. Und ich habe das auch ganz oft bei mir selbst gesehen, dass ich mich das auch gar nicht getraut habe. Es war für mich total einfach zu sagen, so ist es, der kann mich nicht lieben, so wie ich aussehe, also hat er mich auch nicht anzufassen, nicht, dass er das tatsächlich auch noch bestätigt. Und ich habe mit dieser Art und Weise sehr, sehr, sehr viele Jahre gelebt. Ich habe sehr, sehr viele Jahre damit gelebt und ich habe festgestellt, dass ich auch immer wieder da reinfalle, also dass es ein Anteil von mir ist. Und warum ich das dir alles erzähle, ist, um dir auch zu sagen oder zu erzählen, wie ich damit umgehe. Weil ich glaube, dass alles damit anfängt, indem wir beginnen, auch ganz klar die Dinge bei uns selbst so anzusehen. Und das ist alles in mir. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Bin ich nicht. Ich bin immer noch der Mensch, der ab und zu, wenn die Situation dazu passt, mich selbst mustert. Ich bin immer noch die Person, die sich selbst verurteilt, wenn die Situation dazu passt. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wir sehen uns nicht so, wie wir sind, sondern wir sehen uns so, wie wir uns fühlen. Und besonders kurz vor meiner Periode sehe ich mich ganz anders. Natürlich ist da manchmal mein Bauch ein bisschen aufgebläht und so weiter und so fort. Aber was ich auch sehe, ist, dass es eine Übungssache ist. Und dass wenn wir anfangen, uns nicht mehr so ernst zu nehmen, dass wir tatsächlich anfangen können, uns selbst kennenzulernen. Und das habe ich über viele, viele Jahre einfach geübt. Ich habe über viele, viele Jahre geübt, mal so ein bisschen zu sehen, wer ich denn bin. Und es beginnt in meiner Wahrnehmung auch schon mit der Kleidung. Ich sehe ganz, ganz viele Menschen, die beispielsweise zu kleine Kleidung tragen. Sie zwängen sich in total enge Hosen, tun damit ihrem Körper wirklich nichts Gutes. Also sowohl der Bewegungsapparat als auch die Faszien, die Knochen, die Sehnen leiden unter zu enger Kleidung. Und der psychologische Aspekt dahinter ist ganz einfach. Wenn ich mir selbst einreden kann, ich trage ja eine S, ist es was anderes, als wenn ich sagen würde, ich trage zwar eine S, aber die passt mir nicht. Und auch das Phänomen habe ich bei mir selbst beobachtet und das war bei meinen Füßen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich war immer der Meinung, ich muss kleine Füße haben. Ich muss schmale, kleine Füße haben. Und meine Füße sind ja, wie du vielleicht schon weißt, sehr, sehr breit, aber im Verhältnis dazu sehr kurz. Ich brauche also von der Breite her mindestens, wenn wir nach deutscher Schuhindustrie gehen und auch nach amerikanischer und englischer, habe ich alles schon ausprobiert, habe ich ganz einfach mindestens eine 38. In der Länge habe ich sicherlich eine 36, 37.
Aber in der Breite habe ich mindestens eine 38, eher schon noch weiter. Die meisten Schuhe passen mir tatsächlich erst in der 39, 40 von der Breite her. Was natürlich nicht umsetzbar ist. Jedoch, der erste Impuls, den ich dir jetzt hier auch erzählen möchte und worum es eigentlich auch geht, ist, dass ich sehr, sehr viele Jahre darunter gelitten habe und mich aber gleichzeitig geweigert habe, größere Schuhe anzuziehen, weil ich in meinem Schönheitsidealwahn tatsächlich der Meinung war, wenn ich größere Schuhe anziehe, sehen meine Füße zu groß aus. Ich muss ja klein und zierlich sein und das fing bei mir schon bei den Füßen an. Und es fiel mir wirklich schwer. Ich habe da wirklich auch lange drunter gelitten. Meine Füße hatten sich angefangen zu verformen. Ich hatte immer wieder solche Druckerscheinungen wie Hühneraugen und so weiter und so fort. Also es waren oft hatte ich schmerzende Füße, hatte oft Blasen und so weiter und so fort. Und dieses Bild in meinem Kopf, das hat keiner irgendwie dahin gemacht. Das hat sich entwickelt bei mir. Das hat sich entwickelt, weil ich in meiner Wahrnehmung, wenn ich runtergeschaut habe und ich habe meine Füße als zu groß empfunden, war ich der Meinung, dass es alle anderen auch sehen. Aber keiner interessiert sich für meine Füße. Es sei denn, er mag sie. Es gibt ja so eine Neigungen, aber da will ich jetzt nicht drauf hineingehen. Und genauso ist es auch mit dem Rest des Körpers. Ich habe irgendwann für mich einfach festgestellt, ich beschäftige mich so viel damit, meinen eigenen Körper zu optimieren, ihn zu kritisieren, ihn zu verbessern, ihn ja zu verformen, dass ich davon ausgehe, dass die anderen das genauso sehen. Aber die anderen haben wahrscheinlich die ähnlichen Gedanken. Die beschäftigen sich wahrscheinlich mit noch ganz anderen Gedanken, auf die ich gar nicht komme. Ich habe so lange tatsächlich geglaubt, dass wenn ich diesem Schönheitsideal in meinem Kopf nicht entspreche, dass mich keiner lieben kann. Und ich habe es auch nicht geglaubt, wenn jemand anderes gesagt hat, nein. Wenn mein Mann mir damals, da war er noch mein Freund, mir gesagt hat, oh, du bist so wunderschön, oh, du fässt dich so schön an. Er brauchte nur sagen, oh, hast du weiche Haut. Und ich dachte sofort, oh Gott, jetzt hat er die Fettfalte gefunden. Aber es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Wir alle haben getrennte Wahrnehmungen. Und wir können aus heutiger Sicht nichts dagegen tun, wie unsere Ideale in unserem Kopf gebildet wurden. Wir können nichts dagegen tun, was alles schon in uns ist. Was wir aber tun können, und das ist auch das, was ich dir heute empfehlen will oder was ich dir auch ja, weitergeben möchte mit dieser Folge, ist zu entscheiden, ob all dieser Scheiß, dieser Sondermüll in uns drinne, ob der tatsächlich sinnvoll ist, ob der uns weiterbringt und auch im Hinblick auf das Elternsein, ob wir tatsächlich all diese Zwänge, all diese negativen Gedanken, all dieser Sondermüll, wir bleiben bei Sondermüll, ob das unseren Kindern tatsächlich gut tut. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Mutter oder Vater bist, wir nehmen uns ein gewisses Bild vor als Eltern. Wir haben so gewisse Dinge, wo wir sagen, ja, das ist uns wichtig und ja, das wollen wir auf keinen Fall weitergeben. Und natürlich immer basierend auf unserer eigenen Erfahrung. Und dann erwischen wir uns. Wir erwischen uns, dass wir genau das tun, was wir am wenigsten wollen. Und wenn wir mal dahinter gucken, hinter dieser Situation, ist es meistens eine Überforderung, ein Überstressen, ein Kollabieren des Systems. Und wir dürfen tatsächlich anfangen, empathisch mit uns umzugehen und einfach mal da reinzuspüren, was denn tatsächlich ist. Anzufangen, uns neutral zu betrachten und aufzuhören, uns selbst zu bewerten und aufzuhören, andere zu bewerten. Denn was ich immer ganz, ganz, ganz oft sehe, ist, wenn wir mit dem Finger auf jemand anderes zeigen, und du kannst es ja mal machen, wie so eine Fingerspielpistole, dann wird der Zeigefinger nach vorne zeigen. Der Daumen zeigt nach oben. Und drei Finger zeigen auf dich selbst. Wenn du also mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigst du mit drei Fingern auf dich selbst. Und wenn ich etwas spüre, wenn ich irgendwas wahrnehme, wenn ich irgendwas bewerte, frage ich mich,
so oft es geht, was hat das mit mir selbst zu tun? Was sagt das über mich selbst aus und woher kommt das? Und hier geht es nicht darum, irgendwelche ja, großen Dinge aufzudecken, sondern es geht darum, einfach mal hinzuschauen und wirklich diesen Gedanken weiter zu denken und zu überlegen, bringt mich das weiter? Bringt mich das weiter, dass ich in mir so ein total verschobenes Schönheitsideal habe, was zum einen für meinen Körper nicht machbar ist, weil mein Knochenaufbau ganz anders ist, zum anderen einfach mal nicht gesund ist für meinen Körper, zum dritten überhaupt nicht umsetzbar ist, weil ich Sportlerin bin und weil ich mittlerweile ein ganz anderes Ziel habe. Mein Körper könnte ein Untergewicht gar nicht mehr kompensieren, weil er dann keine Kraft mehr hat, um laufen zu gehen, um klettern zu gehen. Ja, nicht mehr zum Hulern. Und auch mal ganz klar einfach mal hinzuschauen. Hinzuschauen. Für was braucht denn mein Körper beispielsweise diese wundervoll breiten Hüften? Wofür braucht es mein Körper? Um meinem Kind die Möglichkeit zu geben, eine Spontangeburt zum Beispiel durchzuführen. Mit mir natürlich. Und all diese Dinge, meine Füße, warum sind meine Füße so breit? Warum sind meine Füße so geschaffen, wie sie sind? Um mir eine Stabilität zu geben, um das Fundament meines Körpers zu bilden. Und wenn wir all diese Dinge einfach mal finden für unseren Körper, weil er genau so geschaffen ist, wie er ist, weil er aus einem gewissen Grund so geschaffen ist, wie er ist, wenn wir diese Vorteile finden, das Gut daran sehen, werden wir feststellen, dass wir genauso sind, wie wir sein sollen. Und das mache ich wirklich oft an mir. Und das ist eine Übungssache. Mittlerweile muss ich das gar nicht mehr so bewusst machen und auch nicht gar nicht so darüber nachdenken. Bei mir läuft es tatsächlich auch in der Geschwindigkeit teilweise ab, dass ich wahrnehme, dass in meinem Kopf so dieser Gedanke kommt, wow, das sieht ja gut aus. Ich aber nicht. Dass wenn an einem Tag, wo es mir vielleicht nicht ganz so gut geht und das sich dann auch auf meine Wahrnehmung auswirkt und ich dann zum Beispiel im Spiegel denke, wow, wie siehst du denn aus, deine Brüste, dein Bauch, dein Hintern, dass ich dann auch ganz klar wahrnehme, okay, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? So ein Quatsch, wofür ist denn mein Körper gemacht? Was ist denn jetzt eigentlich? Weil ich sehe mich nicht so, wie ich bin. Ich sehe mich immer nur so, wie ich mich fühle. Und wenn es mir gut geht, dann sehe ich mich mit ganz anderen Augen, weil dann nehme ich mich auch gar nicht so wichtig. Weil wer bin ich denn? Ich bin doch einfach auch nur ein Mensch. Ich bin nur ein Mensch und ich bin einfach mal so, wie ich bin, perfekt. Was ich einfach machen kann oder was ich in der Hand habe, ist, ganz klar wahrzunehmen, ganz klar zu entscheiden und klar, ganz klar umzusetzen, was er mein Körper braucht, damit er einfach meinen Lebensstil, das, meine Ziele, all meine Vorhaben, die ich in der Zukunft und die ich gerade aktuell auch durchführe, einfach mitmacht. Was braucht denn mein Körper? Braucht er tatsächlich eine riesengroße Masse an Essen? Braucht er tatsächlich einen Haufen Zucker? Braucht er denn tatsächlich eine Tüte Gummibärchen am Abend? Braucht er denn tatsächlich 2 Flaschen Wein und so weiter und so fort? Braucht er das? Nein. Was braucht er tatsächlich? Er braucht Bewegung. Er braucht hochwertige Nahrung. Er braucht keine Massen. Er braucht intuitives Ernähren. Und was er noch braucht, ist einfach Ruhe, regelmäßige Ruhe. Und gerade wenn es mir nicht gut geht, merke ich auch meistens, dass ich mir das ja, nicht so gönne. Denn auch ich, die immer wieder predigt, meditiere, gehe in die Achtsamkeit und so weiter und so fort, habe auch meine Tage, wo ich das einfach vernachlässige, weil ich mir einrede, dass ich keine Zeit dafür habe. Dabei ist es das, was ich gerade brauche. Denn dieses Faktum Zeit ist auch wieder eine Bewertung. Es ist eine Bewertung. Denn es ist dieses Leben, was wir leben. Und es könnte sein, dass ich im nächsten Moment schon nicht mehr lebe, weil einfach die Umstände es dazu kommen lassen. Und
ist es da tatsächlich wichtig, ob ich ja den Podcast fertig geschnitten habe, ob ich XY Post gesetzt habe, noch einen Workout vorbereitet habe, ja den Trainingsplan für ja XY gemacht habe und so weiter und so fort. Ist es dann tatsächlich wichtig oder ist es wichtig, dass ich tatsächlich vielleicht die Zeit, die mir eventuell noch verbleibt, einfach dafür nutze, dass ich in meine Kraft komme und dass es mir dann einfach so nebenbei leicht fällt, die Dinge zu tun, die ich liebe. Dass ich über gewisse Dinge einfach meinem Körper etwas Ruhe gönne, etwas Bewegung gönne und hochwertige Ernährung gönne. Und ich habe festgestellt, als ich das einfach für mich erkannt habe, dass es einfach ein System in mir drinne ist und dass deswegen auch keine Diät der Welt funktionieren kann, dass dadurch auch nur bedingt irgendwelche Systematiken und irgendwelche Lebensstile von anderen auf meinem Leben passen können, hat sich für mich auch viel verändert. Als ich angefangen habe, wirklich intuitiv in mich reinzuhören und zu überlegen, okay, was brauche ich denn? Brauche ich Bewegung? Gut, dann bewege ich mich. Brauche ich das? Brauche ich jenes? Brauche ich irgendwelche Zusatzstoffe? Brauche ich irgendwie, das ist ja so ein riesen Influencer-Markt da draußen, irgendwie jeder hat irgendein Produkt, was ja, weiß nicht, XY verbessert, den Schlaf tiefer werden lässt und so weiter und so fort. In meiner Wahrnehmung ist das alles nur bedingt notwendig, wenn wir beginnen, uns selbst zu reflektieren und uns mal zu fragen, ob wir das Leben, wie wir es jetzt gerade führen, tatsächlich förderlich ist für unsere Ziele. Bringt mich das, was ich gerade tue, tatsächlich weiter? Und wenn ich vor dem Schlafengehen noch eine Stunde mit meinem Handy rumgedaddelt habe, mir irgendwelche Leben von anderen Menschen konsumiert habe und mich vielleicht noch 10-mal drüber aufgeregt habe, weil irgendwie XY irgendwas gepostet hat, was mir nicht passt, kann ich dann tatsächlich tief und entspannt schlafen? Kann ich, wenn ich meinen ganzen Körper mit Zucker jahrelang vollgepumpt habe, kann ich dann tatsächlich über irgendwelche Zusatzmittel abnehmen? Und was verändert das mit meiner Körperwahrnehmung? Wenn ich mich ansehe im Spiegel und es fällt mir schwer hinzusehen, weil ich mich so abwerte, wie kann mein System dann tatsächlich anfangen, das zu finden, was in meiner Wahrnehmung gut ist? Was ich dir also empfehle, ist in erster Linie mal dich zu reflektieren. Erstens zu reflektieren, was sind denn deine Ziele? Und da fängt es schon ganz oft an. Wir haben im Kopf nur so eine Marker, die wir so von einer Sekunde auf die andere wahrnehmen, dass wir merken, oh, das finden wir schön. Aber in der nächsten Sekunde merken, ah, nee, das finde ich nicht schön. Aber die wenigsten haben ein richtiges Bild von sich selbst im Kopf, wie sie aussehen wollen. Die wenigsten wissen tatsächlich, welche Dinge an ihrem Körper denn auf eine gewisse Art und Weise verändert werden sollen. Und damit meine ich jetzt nicht den Katalog des Schönheitschirurgen, sondern ich meine zum Beispiel wie bei mir, dass ich ganz, ganz viel in der Aufrichtung meiner Wirbelsäule gearbeitet habe. Dass ich in der Brustwirbelsäule eine Krümmung habe, die ich wirklich viel, viel, viel über Streckung, über Training, über Muskelaufbau, über Mobilität hier bearbeite. Weil ich ganz einfach möchte, dass ich mich selbst aufrichte. Dass ich gleichzeitig meine Bauch- und Rumpfmuskulatur so, so, so positiv unterstütze, dass sie natürlich auch dieses Stützverhalten im Sitzen einfach übernehmen können. Mir fiel zum Beispiel viele, viele Jahre schwer und gerade die Jahre, wo ich noch im Büro tätig war, mich gerade hinzusetzen. Ich bin immer eingefallen, weil ich überhaupt nicht die Kraft hatte. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen so geht. Aber stattdessen da mal hinzuspüren, was ist denn mein Ziel? Was brauche ich denn, um tatsächlich da meinem Körper das zu geben? Wird dann ein Produkt gekauft, ein Keilkissen und das und dies und jenes und einen Gürtel und irgendwelche BHs oder so ähnlich wie ein BH, was dann die Brustwirbelsäule aufrichtet und so weiter. Es wird ganz, ganz, ganz viel gekauft. Der Mensch gibt insgesamt so viel Geld für irgendwelche Produkte aus, weil er in seinem Kopf diese Wahrnehmung hat, oh ja,
genau das brauche ich. Das sieht gut aus, das ist gut und ich bin schlecht und deswegen brauche ich dieses Produkt. Aber das alles haben wir bereits in uns. Wir haben die Macht, einfach mal hinzugucken, was denn unser Körper braucht. Und da dürfen wir uns einfach reflektieren, was ist denn unser persönliches Ziel? Was wollen wir denn erreichen? Was soll denn dieses Ziel für eine große Auswirkung haben? Also welches Warum steht dahinter? Fange damit an. Und im nächsten Moment ganz einfach dich mal selbst wahrnehmen. Mal wahrzunehmen, wenn du im Spiegel dich ja von oben bis unten musterst und ja einfach dich vielleicht abwertest und dich nicht so ernst nehmen und vielleicht einfach mal selbst über dich lachen und einfach mal sagen, weißt du, was dein Körper ist, so wie er ist, und ob du nun dreimal drüber nachdenkst, dass der total grauenvoll aussieht, der ist so wie er ist, aus einem bestimmten Grund, und vielleicht dir mal bewusst zu werden, warum das so ist. Warum sieht dein Körper so aus? Sei ehrlich zu dir. Ist es vielleicht von Natur so gegeben, weil dein Körper das braucht, um Stabilität aufzubauen? Oder hat es vielleicht was mit Suchtaspekten zu tun? Die Sucht nach zu viel Stress. Die Sucht nach Süßigkeiten, nach Zucker. Die Sucht nach Alkohol. Die Sucht nach whatever. Ist es das? Nehme wahr, ob du tatsächlich die richtige Kleidung trägst. Könnte es sein, dass dein Körper ganz anders aussieht, wenn du die richtige Kleidung trägst? Wenn du den richtigen BH trägst, in der richtigen Größe, die für dich gemacht ist, auch wenn es vielleicht nicht deinem Schönheitsgedanken in deinem Kopf entspricht? Ich wurde ganz, ganz oft zum Beispiel immer so ein bisschen fragend angeguckt, als ich erzählt habe, dass ich eine L trage oftmals. Weil ich das einfach schön finde, wenn einfach die Kleidung nicht an mir dran pappt, sondern wenn die einfach wirklich ganz, ganz fließend einfach an mir herunter, ja, so ein bisschen gleiten kann. Und dass die T-Shirts nicht am Hosenbund aufhören, sondern einfach mal wirklich auch mal ein bisschen bis zu den Beckenknochen gehen. Dass ich nicht stets und ständig an mir rumzuppeln muss, weil hinten der Rücken frei ist und so weiter und so fort. Also ich in meiner Wahrnehmung finde ich es ganz wichtig, dass wir uns selbst mal hinterfragen, ob unsere Kleidung, die wir kaufen, tatsächlich uns passt. Und dass wir einfach mal anfangen, uns ganz klar zu überlegen, was wir tun können, um dieses Bild zu verändern. Dass wir zum Beispiel anfangen können, wenn wir jemand anderes bewerten, wenn wir mit dem Finger auf ihn zeigen, zu überlegen, was hat denn das mit mir zu tun? Könnte es sein, dass ich immer denke, dass jemand anders mich bewertet, weil ich das selbst die ganze Zeit tue? Könnte es sein, dass ich Menschen von unten nach oben betrachte und ich deswegen denke, dass es andere bei mir tun und ich deswegen aber immer so perfekt sein muss? Könnte es sein? Könnte es sein, dass ich vielleicht auch andere Menschen abwerte, damit ich mich selbst besser darstelle? Auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene? Könnte es sein, dass viele, viele Dinge, die in meinem Kopf ablaufen, gar nicht so sind, wie sie sind? Dass ein anderer Mensch uns ganz anders wahrnimmt, wenn er uns überhaupt wahrnimmt, weil er mit mich selbst so viel mehr mit sich selbst beschäftigt ist. Was auch vollkommen okay ist. Es ist vollkommen okay, dass wir einfach anfangen, allesamt mehr die Aufmerksamkeit auf unsere eigenen Gedanken, auf unseren eigenen Körper, auf die Reflexion dieser beiden Aspekte zu setzen. Anstatt andere Menschen zu bewerten, andere Menschen abzuwerten und dann zu denken, dass diese Menschen genau das Gleiche mit uns tun. Und dann können wir, glaube ich, auch anfangen, einfach mal hinzusehen, was denn unser Körper braucht, was denn unsere Psyche braucht. Warum haben wir diese Angst davor, abgelehnt zu werden? Warum haben wir Angst, dass wenn wir nicht die S tragen, sondern eine L, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir nicht dazugehören? Warum? Warum ist das so? Und ich habe für mich festgestellt, rückblickend, weil ich ja diese Zeit hatte, wo ich ja ein gewisses Gewicht immer erreichen musste, um geliebt zu werden, um wieder zuzunehmen, um dann wieder dieses Gewicht zu erlangen, weil ich ja nach dieser Erkenntnis von meiner Außenwelt ja süchtig war, dieses, oh, du hast aber gut abgenommen. Danach war ich süchtig, weil das nimmt irgendwann keiner mehr wahr. Warum auch? Weil es interessiert keinen.
interessiert es, ob ich mein ganzes Leben 60 Kilo wiege oder 50 oder 80. Es interessiert keinen. Das ist eine Wahrnehmung, die ganz, ganz tief in unserem Unterbewusstsein sitzt. Genau, ich habe, glaube ich, jetzt auch ein bisschen viele Aspekte hier reingebracht. Letztendlich ist es die Wahrnehmung, es ist die Reflexion, das eigene Bewusstsein über uns selbst, die alles ausmacht. Wer sind wir denn unterm Strich, wenn wir uns mal selbst betrachten? Und wir sind alles, nur in anderer Zusammensetzung. Wir können liebevoll sein, wir können grausam sein, wir können Macht missbrauchen. Wir können anderen helfen, wir können empathisch sein. Aber was in unserem Leben ist passiert, dass wir manche Aspekte nach vorne ziehen, weil wir der Meinung sind, sie sind gut, und andere Aspekte nach hinten schieben, weil wir gelernt haben, dass sie nicht liebenswürdig sind. Und das einfach mal wahrzunehmen und auch mal die Auswirkung dessen wahrzunehmen. Was macht es denn mit uns? Was macht es mit uns, dass wir denken, dass wenn wir weniger wiegen, dass wir bessere Menschen sind? Ich kann sagen, dass es einfach Frieden bringt, wenn wir es nicht tun. Denn ich habe wirklich so lange versucht, einem Ideal zu entsprechen, und ich habe es nie geschafft, weil mein Körper dafür nicht gemacht ist. Ich habe ja schon gesagt, mein ganzer Knochenaufbau ist nun mal nicht für dieses total kleine, süße, zierliche gemacht. Auch wenn in meinem Leben halt das Positive war. Für mich war ein perfekter Mensch, also auch vom Charakter her, wenn er klein, süß und zierlich war. Und ich wollte immer so sein. Ich wollte immer so sein. Und was bin ich jetzt? Ich bin nicht klein, süß und zierlich. Und ich brauche das auch nicht. Weil die Menschen, die mich lieben, lieben mich nicht mehr oder weniger, wenn ich klein, süß und zierlich bin. Die Menschen, die in meinem Leben mich mögen, mögen mich nicht, weil ich kleine Füße habe, weil ich sie in Schuhe reinzwänge. Sie lieben mich nicht dafür, weil ich zuckersüß meine Augen nach oben schlagen kann, sondern sie lieben mich aus ganz anderen Gründen. Und das ist bei uns allen so. Wir haben in unserem Kopf ein gewisses Ideal, und wir dürfen alle hinterfragen, ob dieses Ideal tatsächlich so sinnvoll ist. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch 10.000 Wege aus diesem Thema herausgehen, und ich hoffe, ich konnte diese Botschaft, die ich mit dieser Folge beabsichtige, einfach so gut verpacken, dass du immer noch zuhörst. Dass du noch zuhörst und dass du dich sehr gerne mit mir darüber austauscht, wie du das siehst, ob du auch in dir so ein Ideal hast, was du vielleicht nicht beschreiben kannst, aber wo du genau merkst, okay, jetzt ist es erfüllt und jetzt ist es nicht erfüllt. Dass du vielleicht auch deine Geschichte mit mir teilst. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns insgesamt dazu austauschen, zu diesem Faktum Körperwahrnehmung, die eigene Wahrnehmung insgesamt, und wenn du diese Folge auch mit anderen Menschen teilst, weil ich glaube, dass es uns alle betrifft. Wir alle haben diese Gedanken in uns. Wir alle haben Ängste. Wir alle wollen geliebt werden, wir wollen dazugehören. Und wir haben in uns dieses Bild, was wir erfüllen müssen, um dazuzugehören. Und vielleicht wollen wir gemeinsam diese Bilder auflösen, um für die Generation danach einfach ein neues Bild zu erschaffen. Ein Bild von Neutralität und von diesem Wunderwerk des menschlichen Körpers. Denn das haben wir alle. Wir haben so ein Wunderwerk, und wir dürfen wieder anfangen, einfach so ein bisschen da hineinzuspüren, was dieses Wunderwerk braucht, um richtig zu funktionieren. Weil darum geht es. Es geht doch darum, dass wir noch mindestens 30, 40, 50 Jahre so richtig, richtig aktiv und gesund uns bewegen können. Es geht doch nicht danach, ob wir im Sarg oder auf dem Totenbett perfekt aussehen. Ob wir Größe S oder M tragen. Ob wir die perfekte Nase haben. Sondern es geht darum, was für ein Leben wir gelebt haben. Wie lange wir selbstständig waren.
und wie viel wir einfach da selbst dafür getan haben, für uns selbst, wie oft wir die Verantwortung dafür übernommen haben und wie viel, ja, wir selbst an diesem Weg einfach beteiligt waren. Genau, jetzt werde ich ein bisschen sentimental. Genau, ich freue mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit. Es ist so schön, dass wir ja hier so regelmäßig miteinander über diese Themen einfach uns austauschen. Und ich freue mich auch auf den Austausch zu dieser Episode. Und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig, ganz gleich, was dein innerer Anteil dazu zu sagen hat. Du bist es. Bleibe bewegt, deine Marie.